Willkommen zu meinem zweiten Tutorial. Heute erkläre ich euch was über Variablen. Variablen sind in jeder Skriptsprache verschieden gekennzeichnet. In AutoIT benutzt man dazu das Dollarzeichen. Ich habe das Dollarzeichen geschrieben. Jetzt kann ich meine Variable benennen. Die nenne ich jetzt mal Test. So, dieser Variable kann ich jetzt einen Wert zuweisen. Der Wert kann 1 sein, 2 sein. Der Wert kann aber auch das Wort Hallo sein. Das ist völlig egal. Mit diesen Variablen kann man auch arbeiten und sie können auch Rückgabewerte von Funktionen annehmen. Das zeige ich euch mal. Ich arbeite mal damit, indem ich ihr den Wert 3 zuweise und eine zweite Variable erstelle, die nenne ich mal plus. Plus nenne ich mal, plus weise ich den Wert 7 zu. Und eine dritte Variable, die nenne ich ist gleich. Und deren Wert wird sein Test plus plus. Das Ganze schreibt man so auf. In AutoIT werden die Befehle von rechts nach links abgearbeitet. Also er guckt sich erst die Variable plus an, addiert sie mit der Variable Test, also 3 plus 7. Das ist gleich 10. Wenn ich mir die Variable ist gleich jetzt ausgeben lassen möchte, benutze ich eine Messagebox. Und als Text nehme ich jetzt einfach Dollarzeichen ist gleich. Das führe ich jetzt mal aus. Und ich sehe sofort, ich habe hier den Wert 10. Das Ganze kann man noch etwas ausweiten, indem ich Anführungszeichen mache, einen Text schreibe. Das Ergebnis von, jetzt mache ich ein Und-Zeichen, das Dollarzeichen, schreibe wieder Test hin. Ein weiteres Und-Zeichen, damit ich wieder einen Text schreiben kann, den schreibe ich hier hin. Und als nächstes wieder ein Dollarzeichen, weil ich wieder von dem Text zu einer Variablen wechseln möchte. Das ist die Variable plus. Also würde im Ende jetzt hier stehen das Ergebnis. Ergebnis falsch geschrieben. Von Test und plus. Ist gleich Doppelpunkt. Und dann das Ergebnis der Variable ist gleich. So, wenn ich das Ganze jetzt ausführen lasse, dann haben wir hier den Text. Das Ergebnis von 3 und 7 ist gleich 10. Aber nur weil wir hier addiert haben, ist natürlich mathematisch nicht ganz richtig, aber darum geht es ja auch nicht. So, Variablen. In Variablen kann man auch Rückgabewerte von Funktionen speichern. Die Messagebox ist eine Funktion, das habe ich euch im ersten Tutorial schon beigebracht. Da haben wir das Flag 1 benutzt, um einen OK- und Abbrechen-Button zu haben. Das mache ich jetzt nochmal. Diesmal ohne Text. Und ich möchte das Ergebnis, also den Rückgabewert der Messagebox in einer Variable haben. Den nenne ich gleich mal Messagebox Unterstrich Rückgabe. Huch, das sieht aber komisch aus. Ist gleich Messagebox. Ich starte das Programm. Keine Texte angegeben, daher auch keine Texte hier. Flag 1, OK und Abbrechen-Button. Es ist egal, was ich drücke, es passiert nichts, da das Skript in Zeile 5 ja schon wieder aufhört. Wenn ich jetzt aber den Rückgabewert von Messagebox haben möchte, muss ich eine zweite Messagebox ausführen lassen. Und die soll mir ausgeben den Inhalt von Variable Messagebox Rückgabe. Ich klicke auf OK.
Der Rückgabewert ist 1. Ich starte das Ganze nochmal. Klicke auf Abbrechen. Der Rückgabewert ist 2. Was man mit diesen Informationen jetzt anfangen kann, das erkläre ich euch im nächsten Tutorial. Bis dahin, ciao, ciao.